So, jetzt geht's nochmal los. Eine Runde Elden Ring. Ich denke mal, so 2 Stunden werde ich nochmal machen. Und ja, dann schauen wir doch mal, was da so rumkommt. Ich freue mich. Lasst uns beginnen. Ah ja, genau. Ich war jetzt in der Tafelrundfeste. Hab hier meine Waffen mal ausprobiert. Was ich nämlich jetzt nutzen könnte. Und wollte reisen. Und zwar, wo wollen wir denn hin? Ich wollte nochmal hier rein. Gucken, was es da nochmal für Schmiedesteine gibt. Weil ich theoretisch bräuchte ich nochmal ein paar Schmiedesteine. Weiß nicht. Weiß nicht genau welches Level, aber irgendein Level halt. Also, das Ding geht. Das Ding können wir auch. Ich habe hier noch einen Haufen Schrott. Das könnte ich eigentlich mal verballern. Ach ja, stimmt. Den Degen kann ich auch benutzen jetzt. Und Geschick. Habe ich jetzt 18? Na Moment. Müsste ich doch die. Kann ich da nicht sogar die Doppelklinge jetzt nehmen? Die wollte ich ja auch mal ausprobieren. Also. Truhe sortieren, Rinnen. So, da ist die Doppelklinge. Die kann ich nehmen, ja. Tatsache. Wollen wir mal gucken. Ausrüsten. Der kommt jetzt mal raus. Wir probieren hier alles mal durch. Genau, das ist der Degen. Ganz schön lange Oschi. Katana, Doppelklinge. Ah ja. Jetzt nur die Frage, sollte ich hier runter? Oder wollen wir da nochmal hochgucken? Obwohl, da bin ich doch hergekommen, glaube ich, ne? Nee, da sind die doch. Na ja, gut. Macht jetzt natürlich noch nicht viel Schaden. Und dem Dungeon ist sie wahrscheinlich sowieso nicht wirklich zu gebrauchen. Alter! Ah, das Ding ist ja. Okay, jetzt hat er. Das Ding ist ja wie eine Nadel irgendwie so. Ich glaube, es ist ein bisschen hell eingestellt. Eigentlich nicht. Ich bin jetzt ein bisschen schwer. Ein bisschen voll bepackt. Ja, der ist ja scheiße hier unten, ne? Gucken. Oha. Der Ding bringt ja gar nichts. Gleich tot. Wunder, dass ich bis jetzt so überlebt habe. Das ballert überall dagegen. Abgeblockt. Gepiekst.
Also gut, die kann ich hier unten total vergessen, die Dinger. Den probiere ich nochmal. Dann kommt meine Knüppelwaffe auf jeden Fall. Ist halt Knüppelnut. Was willst du machen? So. Ah! Das ist so ein Monster. Uha, ich bin echt zu schwer beladen gerade. Vielleicht geht was. Muss ich mal was loswerden? Ja, alle Steine irgendwie. Aber ich glaube, ich kann ja auch nicht wirklich was farmen. Irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt nichts. Ja, das gibt keine Schmiedesteine. Nee, lass mich da erstmal was trinken. Genau. Jetzt können wir knüppeln. Wie du siehst, wir treffen beide nicht. Sprengsteinklumpen. Oh jo. Bis der Arzt kommt. Ist ein Boss, den habe ich noch nicht gemacht. Ich verstehe das nicht so ganz. Was ist da links dieser Buff? Irgendwie.
Was soll das sein? Aus wie eine Lampe kaputt. Okay, ich bin vielleicht nicht der Hellste, aber... Lampe kaputt. So, wen könnten wir denn mal hier nutzen? Die Halbmenschenasche? Vielleicht probieren wir das mal. Genau reingerollert, ey. Was? Was hat der denn für ein... Nun. Gesteckt. Das Medaillon des Brüllens. Mein Schatz! Unerwartet, das schwacher Feind. Ja, der ging dann doch relativ fix. Allerdings bin ich irgendwie gerade so lahm unterwegs. Muss ich mal pennen oder was? Hier ist mal wieder nichts zu holen. Was haben wir denn da noch? Auch nix. Oh, oh, oh. Na gut. Gleich nochmal zurück spulen. Wait. Well, you're back. Ah, then you met Blythe, did you? Wonderful. I'm glad I pointed you in his direction. He's boorish, blunt, and couldn't find his nose with both hands. But he's a good egg. I think the two of you are sure to find the best in one another.
Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. We have a saying, we wanderers. Lament not your solitude. Expect no sympathy, no regard, nothing. But if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are, deeply unforgiving. Lahmarsch. What is it? Goodbye for now. Händler hier, Händler da, Händler ist everywhere. Nomadischer Händler, da unten auch. Warte mal, da ist... Hat Mensch Bock. Wer war denn das nochmal? Ach, der da. Wahrscheinlich. Oh. You must leave this place. Wait, is that what I think it is? You got it back for me. My sewing needle. Anscheinend. Und nu? What made you go and do a thing like that? My mum was a seamstress. And that sewing kit was all I had to remember her by. I always wanted to be just like sweet old mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Thank you. You're very kind. I always wanted to be a seamstress like my mum. Then I suppose I... Nee. Hm.
Da unten war ich noch nicht, ne? Ach, und hier war ich auch noch nicht so richtig unterwegs. Würde ich auch noch mal ein bisschen gucken. Stimmt, da unten ist ja auch noch so ein, so eine Katakombe gewesen. Da kann ich ja noch mal reingucken. Machen wir das. Da sind zwar die dicken Bären. Bären-Oschis, aber wir probieren das mal. Das ist, glaube ich, normaler Bär. Ja, du bist normaler. Nicht aufstehen. Wusch, wusch. Das Katana macht sein Ding. Ja, du bist da drüben einer von der Sorte. Wer weiß, wo das hinführt. Hä? Wo bist du denn hin? Ach so, du machst dich über mich lustig. Tja, hat er Licht ausgeknipst. Lassen Sie dieses Wort ist. Da muss ich, theoretisch müsste ich da mit Dings rein, irgendwie bei Kriegsasche oder so. Aber ich weiß auch nicht, bewegt mich zurzeit irgendwie so ultra lahm. Gefühlt ultra lahm. Ich weiß es nicht, vielleicht war ich ja schon immer so. Hab's irgendwie nicht mitbekommen. Schönen Krallen da. Ob wir ihn einfach mal. Warte mal, kann ich keine Kriegsasche hier machen? Doch. Doch, 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 doch. Kommt. Klingeling. Schmeißt euch drauf. Und nicht grapschen. Ich will jetzt nicht drücken. Ja, solange ich mich so behäbig verhalte, kann ich das hier echt nicken.
Ich wollte doch mal Willibert nehmen. Okay. Ein paar Halbmenschen haben sogar noch überlebt. Oh, oh, Bürgerkrieg. Halslosen Willi habe ich hier gar nicht ausgewählt. Darf ich auch noch nicht wählen? Was? Ist noch zu stark oder schon zu stark oder? Der Brunnen von Siofora? Siofra! Aber da war ich. War ich da schon mal? Na, ich glaube, da war ich schon drin. Können wir hier noch mal reingucken in die Ruinen. Gesprungene Stachelträne, okay. Thank you.
hier wohnt ja auch so ein dickes Bärchen, ne? Direkt im Eingang. Klingeling. Kann man den Bärchen sticken? Oh nee, Kuschel. Kuschel. Oh nee, zweimal kuscheln hintereinander, also bitte. Und dann einfach wegwerfen, wie so ein billiges Spielzeug. Das haben wir gern. Ne? Ich keine Tränke mehr? Mach den mal platt. Nicht, wenn ich mich heile, mein Freund. Da hat er mal um die Ecke geguckt. Meine Gesundheitstränke hin. Warum habe ich die aussortiert? Eine Träne haben wir bekommen. Okay. So, meine lustigen Hündlein. Ach, hier unten war nur in Anführungsstrichen einfach die Kiste. Ja, ist ja schön. Aber dann haben wir den ja hier mal gepackt. War was fürs Ehrgefühl. Babam.
Ah, dann bin ich ja echt geneigt, da wieder hochzufahren, wollte ich schon sagen. Hochzugucken und da nochmal irgendwas zu machen. Geräusche im Hintergrund könnten Hundis sein. Und Wind. Zwei böse Bären. Wo da unten war ich noch nicht. Na, dann gucken wir da mal hin. Dann gucken wir doch mal dahin. Again.
Der hat noch einen Schmiedstein 2. Den nehmen wir doch gerne mal mit. Scheint wieder... Ich bin wieder fitter. Ja. Okay, genau, da wollte ich runter. Naja. Ist ja noch gut, Alter. Alter. Dafür gibt's auf die Füße. Toll, jetzt habe ich große Pfeile. Erstmal was saufen. Was haben wir denn hier? Preiset, Meister. Hallo, ist da jemand? Ich würde ja anklopfen, aber... Ich habe da tatsächlich meinen Schlüssel vergessen. Mein Klopfgerät. Ach komm, einmal ist kein Mal, ne? Moment. Ah.
Okay. Die Affenhorde preiset. Wem preiset ihr denn? Das sind eine Menge. Wenn die alle auf einmal kommen, habe ich ein Problem. Das sind wieder diese Hyänen-ähnlichen. Naja, Hyänen nicht, aber. Viecher halt. Fliegekratzer. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Der ein bisschen mehr drauf hat.
ist noch so ein Oschi. Komm mal her. Das Vieh könnte unangenehm werden da. Da hinten geht's aber zur Sache. Ach, obwohl, das ist ein... der müsste eigentlich zu schaffen sein. Lustige Grinsebacke. Lesen wir doch mal lieber. Gelegenheit voraus. Tja. Okay, einer von den Flattermännern habe ich.
Du kleiner Wicht. Da sind wir mal ehrlich, Junge. Ist tot. Was willst du da noch? Okay. Die Frage ist nur, wie komme ich da wieder hoch? Und will ich überhaupt hoch? Können wir sie auch mal berühren, wenn wir schon hier unten sind. Spiel. Echt jetzt? Wo hast du mich hingeschickt, Spiel? Schlecht. Ich darunter springen, bin ich tot. Oder ihr wisst mehr. Was natürlich gut sein könnte. Gut, jetzt habe ich wahrscheinlich da oben irgendwas verpasst, aber gut.
ziemlich ekliger Scheiß hier. Merci, das war gut. Bräuchte man eine Feuerasche oder sowas. Direkt. Okay. Tod dem Helden. Könnte ich auch runter. Ja, warte mal, da bin ich doch runter, oder was? Nee.
Na, das sah doch schon wesentlich besser aus. Nein! Oh, mein letztes Feuerfett hier verraten und auch noch zwei Getränke. Ja, ja. Na, hoffentlich ist es mal keine Falle hier. Ein Doppelklingentalisman. Ach so. Für meine Doppelklingen, wenn ich die benutzen könnte. Sonst nischt. Komme ich hier nicht weiter? Nee. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Da. Ah ja. Hier runter. Ja, mir bleibt wohl keine andere Wahl. Oh ja, nein. Einfach nur massiver Turm. Okay, ich sag mal so. Irgendwie das ist ungesund, wo ich hier gelandet bin. Geronimo! Das sah doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber wahrscheinlich war dieser eine Sprung darunter zu viel. Vorsicht vor Sprung, Loch voraus. Achso, der ist ja direkt ins Loch reingejumpt. Alter, wie soll ich denn das sehen? Oh, der Glückstreffer hier.
Whoa. Oh nein, sind das Ratten irgendwas Gedöns? What? Ekelhaft. Peitsche. Das klingt zu geil. Echt? Wie läuft das denn mit der Peitsche? Zu viele Ratten. Tipp, 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 da vorne ist was. Aber ich mach kurz eine Pause. Oder? Greift das mich da an auf der Brücke? Ist das riskant? Vielleicht. Ach, da liegt ja auch noch was. Das hätte da nicht erwartet. Mal zusammen hier. Der wurde aus mir ein Hütchen machen. Fast geschafft. Na gut. Ist nicht so schlimm. Da vorne ist die Flamme. Ich hab mir mal was zu trinken. Naja.
Dann probieren wir den ganzen Bums hier nochmal. Das gibt's ja nicht. Die da so ein Zinnober machen. Aber die Peitsche ist noch nicht so cool. Auch wenn sie cool ist. An sich. Wie schnell wachen die denn hier auf? Das war dumm. Aber gut. Ich krieg die irgendwie nicht so gerissen, weil die so langsam sind. Ich erwarte das schneller da. Bin ich zu langsam oder... Nee, ich bin zu schnell. Tja. Viele wollen da versuchen, da hinten hinzukommen, oder? Ne. Keine Verbindung bis jetzt. Der hatte einfach nur Bock, diesen Blutfleck da so zu hinterlassen, glaube ich. Also, dahinter kommt man so nicht, würde ich mal behaupten. Tja, gucken wir mal zu unserem Bossi. Ich vermute... dass das nicht reicht mit unserem Training. Naja, aber wir können es ja mal... Wir gucken uns ihn mal an. Ah, shit. Ja, ja. Der ist eigentlich machbar ohne größere Probleme. Muss man sich nur cleverer anstellen.
muss ich mal lassen. Nein! Oh. Ja, das hast du jetzt davon. Hofkopf. Alter, du vergisst auch nicht, oder was? Oh. Ich wollte mir das doch bloß zurechtlegen. Du fieses Stücke, du. Tja. Habe ich mir zu viel Zeit gelassen. Oh, was hat der denn für eine scheiß Reichweite? Ist nicht ohne. Obwohl meine kleine Horde gut ausgeteilt hat. Aber er hat sich irgendwie nicht auf die verlassen, so. Hätte mal da bleiben können. Einfach mal sagen können, hey, okay.
Muss doch mal müde werden. Der wird nicht müde. Er wird nicht müde. Also die sind eindeutig zu schwach. Wir brauchen eine stärkere Asche. Oder... ich brauche mehr Skill. Vielleicht brauche ich auch beides.
Oh, ich sehe doch nichts mehr hier. Ach, come on. Oh, come on. Ah. Es fühlt sich ganz verkehrt an. Das fühlt sich ganz verkehrt an. Nur weil ich zum Schluss Kamera mir völlig in die Parade fahren lasse, ey. Scheiß Stein. Ja, macht doch mal was, ihr Blöden. So. Großschwert der Verpflanzung. Okay. Ah ja. Na gut, wir haben ihn geschafft. Das ist die Hauptsache. Und das vor 11. Nicht übel. Dann... gucken wir uns das mal hier oben so an. Was der hier für ein Chaos hinterlassen hat. Wolf voraus benötigt.
Irgendwie kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das hier alles in der Burg gewesen sein soll. Ich habe bestimmt ein paar Abzweigungen verpasst oder so. Was ist da? Ach, warte mal. Sind hier irgendwo noch meine Seelen? Haben die eingesammelt? Dürften jetzt nicht so viele sein. Na, wie viel waren's? Oh, 3800. Immerhin. Gehen wir mal zurück am Eingang und dann gucke ich noch mal da ein bisschen rüber. Ach so, da ist dieser Friedhof, genau, das war das. Könnt ihr mal hier reingucken. Da sitzt doch jemand. Wow. Die hat mich vergiftet, Schweine. Ach, da braucht man Fernwaffen. Besser wär's. Oder irgendwelche Zauber. Macht doch, was ihr wollt. Aber hört auf, mich zu vergiften. Hm.
Ist der auch giftig? Irgendwie sieht das so aus. Nimmt gar nicht mehr ab, der Status. Na, das bringt's ja nicht. Das bringt's ja nicht. Sieht aber irgendwie interessant aus. Oh, es hat mich umgebracht. War ein wenig zu lange. Ein wenig zu lange vergiftet. Na gut, aber das muss ich mir holen. 3800 Seelen sind nicht ganz so zu verachten. Na gut, eigentlich habe ich hier schon ziemlich viel gerissen jetzt. Jetzt ist nun mal die Frage, ich sollte vielleicht keinen Schritt zurück machen an dieser Küste. Also, die Peitsche kann raus. Dafür... habe ich gar nichts hier, oder was? Ich hab da gar nichts. Keine Bogen? Keine Bogen? Stärke 40 für diesen Prügel. Oho. Na gut, das ist was für die ganz hartgesockenen Tanks. Das bin ich noch nicht. Gut, aber... dann können wir da jetzt auch erstmal... die nächste ob ich das noch mal probiere mit dem Grab? Kann ich da nicht hin? Ah, das Vieh war schon derbe. Das Vieh war da schon derbe. Das kriege ich glaube nicht.
Das wäre nicht schlecht, wenn ich das mal drauf hätte, aber auf der anderen Seite müsste ich dann auch... Da müsste ich auch auf jeden Fall noch investieren in LP. Ja, drauflegen kannst du es trotzdem. Können wir ja mal probieren. Ah, warte mal. Das kann auch wieder in die Truhe, das Ding da. Das werde ich erstmal nicht nutzen. Ich hab nur kein Pfeil, oder was? What? Wo ist mein Pfeil hin? Kann ich die herstellen? Kleidung anpassen. Wird das Kleidungsstück nach der Anpassung? Tja, mit diesem Bogen kann ich jetzt natürlich nichts anfangen. Obwohl, ich kann hier bolzen. Doch, Blutknochenpfeil. Da kann ich doch Pfeile oder was. Kann ich die? Dünne Bestienknochen, Bestienknochen, irgendein scheiß Knochenkram. Ich brauche dafür Bestienknochen, die ich nicht habe oder was. Das ist ja nervig.
Dumm. Ja, ich hätte da rechts... Ah, nee. Hab den Weg nicht mehr richtig gefunden. Na gut, mache ich jetzt erstmal Schluss hier. Dann ist erstmal gut. Ist okay. Ja, war eine nette Partie. Dann haben wir das soweit eigentlich ganz cool gemeistert. Mal unten da die südliche Limgrove. Die Halbinsel dort auch nochmal ein bisschen inspiziert und ein bisschen geguckt. Ich glaube, mehr ist da jetzt auch gar nicht mehr zu holen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch groß machen könnte. Ich werde jetzt mich dann wirklich hier oben auf dem Bereich jetzt konzentrieren und da mal so langsam mich damit auseinandersetzen, ins neue Gebiet hier hoch irgendwie zu kommen. Wo ich mich ja hier schon rübergeschlichen habe. Ich könnte ja theoretisch auch gleich hin. Und hier könnte ich mir die Karte holen. Also auf jeden Fall ist das so das nächste, in Anführungsstrichen, Projekt. Hier oben rechts geht auch. Könnte ich auch nochmal hingucken. Ist auch nochmal ganz spannend eigentlich. War aber auch ein bisschen stärker alles. Und da unten, genau, da war ich auch schon mal geguckt, da könnte ich mir auch eine Karte holen. Könnte ich auch aufdecken, also gibt genügend Sachen, die ich jetzt noch erkunden kann. Aber ich glaube, Limgrove ist jetzt erstmal so für mich eigentlich ziemlich abgegrast. Ja, genau. Ja, da mache ich Schluss. Ja, dann würde ich sagen, sieht man sich das nächste Mal wieder irgendwann, irgendwo, irgendwie? Nein, wahrscheinlich morgen Abend noch mal ein bisschen. Vielleicht mache ich auch morgen meine Pause und dann geht es übermorgen erst weiter. Mal schauen. Ich werde es eintragen. In meinem Twitch-Kanal. Man findet dann alles. Alles klar, lasst euch gut gehen. Gute Nacht. Und bis bald. Ich bin raus.